Hallo, willkommen zurück in Monkey Island. Ich habe Ideen. Es gab Doku ein Junge mit Krüge. Und du war mir nicht ach Farbe. Wir müssen jetzt irgendwie diesen Sonnenanbeter bräunen. Da ist er. Buttig mit Farbe. Moment. Hey, dieser Krug ist nur für zahlende Kunden. Wie kriege ich diesen blöden Krug ausgetauscht? Aber warte mal. Der Krug ist mit roter Farbe gefüllt. Ich leere diesen Krug erstmal. Sieh mal, ein dreiköpfiger Affe. Oh Junge, oh Junge. Junge, Junge, und das ist erst der Anfang. Hey, nur weil Sie ein Erwachsener sind, heißt das nicht, dass Sie meine Zeit verschwenden können. Hey, da ist kein Boden in diesem Krug. Kein Boden? Sie würde durchlaufen. Der Krug hat keinen Boden. Ja, was mache ich jetzt? Kann ich die Farbe irgendwo anders? Ich habe eine Idee. Kann ich die Farbe irgendwo anders? Diese Kuchenform würde hier nichts nützen. Ach, wieso? Da kann man doch auch Farben einmachen. Mensch, Geiber, stell dich nicht so an. Ich bin größer als er. Ich bin kein Tyrann. Ich brauche ihn nicht mehr. Ja, wie nehme ich dann Farb mit? Du Scherzkeks! In was kann ich Farb einfüllen? Heine Mixblechle. Irgendwo anders schon hoch. Ich muss doch irgendwas die Farbe transportieren. Das macht ja so keinen Sinn. Gibt es da irgendeinen, den ich nehmen kann? Hallo? Gibt es da irgendwo hoch? Wie mache ich das? Im Friseursalon gibt es so einen Kuch. Wie komme ich jetzt an so einen blöden Kuch dran? Oder an irgendein Gefäß, was ich farbtransportieren kann? Bringt mir nichts, wenn ich dem einen leeren Kuch drauf stelle. Du wirst da auch nicht braun. Also ich kann Öl nachschütten. Das wäre Idee, aber ich gucke jetzt noch mal in den Friseursalon, ob da irgendwas steht. Krugtechnisch. Sehe aber nichts. Hände weg von den Kämmen. Die gehören uns. Ja, ist. Es muss irgendwo eine Lösung geben. Ich gehe noch mal zu dem Jungen. Ja, manchmal ist es doch schon etwas knifflig, gell? Guck mal, Geiber, komm in die Sprünge. Bom, bom. Ich brauche ihn nicht mehr. Geiber, manchmal nervt er mich nicht.
braucht die Farbe, da bin ich mir sicher. Okay, weg, Mama, mit dem Kerlchen. Na, mein Sohn, hast du schon geöffnet? Oh Junge, mein erster Kunde. Junge, Junge, und das ist erst der Anfang. Hi, mein Name ist Kenny, Kenny Faulzahn. Es wäre toll, wenn Sie etwas von meiner Limonade kaufen würden. Kostet nur einen Fünfer. Und das Allerbeste ist mein bodenloser Krugtarif. Das klingt nach einem guten Geschäft. Ich würde gerne etwas Limonade kaufen. Sicher. Wir haben einen bodenlosen Krugtarif, wissen Sie? Das macht einen Fünfer. Das war erfrischend wie Morgentau. Hey, wie haben Sie all die Limonade ausgetrunken? Sie haben die Krüge vertauscht. Sie betrügen. Ich hoffe, Sie sind jetzt zufrieden. Sie haben einen aufstrebenden Jungunternehmer aus dem Geschäft gedrängt. Okay, ich kann ihn nehmen. Gott sei Dank ist es kein Porzellankrug. Ich brauche ihn nicht mehr. Okay. Egal, ich kann die Farbe einfüllen. Das ist mal wichtig. Das sollte funktionieren. Er ist jetzt voller Farbe. Perfekt. Dann ab an den Strand. Ha, ich muss so lang. Upp. Geht so lang. Ei. Wenn man doch mal guckt, ob man den Kollege braun kriechen. Sehr gesunde Bräune mit etwas Farbe. Okay, pass auf. Ich denke, wir stellen den Krug da drauf. Ich habe Ihnen einen neuen Krug geholt. Danke. Bitte. Und? Ja. Hier ist Ihr Drink, Sir. Ah, es funktioniert. Sehen Sie, Placido, Sie brennen. Ah, alle diese Monate in der Sonne und meine Bräune bellt sich einfach ab. Ich drehe mich besser um. Gute Idee. Sehr gut. Das ist die Karte. Ich werde mir die Karte niemals merken können. Sie ist viel zu kompliziert. Was ist ein Foto so zum... Da kriege ich die jetzt so runter. Mit Öl. Ich kann ja nicht verantworten, dass da kein Sonnenbrand kriegt. What? Oh. Ich wünschte, ich müsste das nicht tun. Okay, aber mein Handykarte. Gut, dann würde ich sagen, schnapp mal uns die Crew. Und auf geht's nach Bloody Island. Tja, ich habe eine Mannschaft, eine Karte, ein Schiff und endlich Elaine zurück. Also nehmen wir Kurs auf Blood Island, um den Fluch aufzuheben und Elaine zu retten. Wie wär's, Leute? Lasst uns zu Blood Island aufbrechen. Lasst uns in See stechen und unser Schicksal in die Hand nehmen. Leute? Das könnte schwieriger werden, als ich dachte. Okay. Geschafft. Finde ich gut. Ah, das Meer. Ei, das Meer. Da freut man sich, am Leben zu sein. Ich glaube, das Schiff folgt uns. Hört die salzige Gischt. Oh, nee. Im Wasser blinkt das Sonnenlicht. Kein schlechter Tag für einen Seemann nicht. Es ist ein Piratenschiff. Wir müssen es abhängen. In Ordnung, Männer. Folgt mir. Hey. Ab an die Kanonen. Ein Wal.
Wo? Wo? Das Schiff holt uns ein. Halsabschneider Bill, hiss das Topsegel. Ist das ein Pottwal? Nee, Jung. Sie entern uns. Mannschaft. Mit der Crew. Es war so klar, ich verloren. Ist allerdings ein Exemplar der Ketakia-Unterordnung Mystic Keti. Ich glaube, du hast recht. Nun ja. Richelieu, Sie sind es also. Ach, so Richelieu. Was wollen Sie? Aus einem guten Toupet. Ich bin wegen der Schlacht der Buben in Blood Island gekommen. Und dann werde ich den Diamanten finden, den du erwähnt hast. Der wäre ein prima Briefbeschwerer für mein Schreibpult. Oh, seht, er bläst. Ah. Wir kriegen nichts mit. Ach, wissen Sie, Glatzkopf, ich werde Ihnen die Karte niemals geben. Ich brauche sie, um Elaine zu retten. Dann muss ich sie dir eben mit Gewalt abnehmen. Dieser Wal ist bestimmt 100 Fuß lang, 30,5 Meter, und wiegt bestimmt 200 Tonnen. Du weißt natürlich, dass in einem Schwertkampf ein scharfer Verstand wichtiger ist als eine scharfe Klinge. Natürlich. Nicht nur ein Schwertkampf. Jeder bitte. Weiß das, Fleischmütze. Verschonen. Bringen wir es hinter uns. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Ach ja? Nun, du kämpfst wie eine Kuh. Nein. Das ist völlig falsch. Was? Auf dem Meer kämpfen wir ein wenig anders. Auf dem Meer müssen sich alle deine Beleidigungen und Drohungen reimen. Was? Also, wenn ich sage, bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert, sagst du? Ich habe einst Gold bekommen, aber es war nur zinklegiert? Nein, du sagst, das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Wir versuchen das nochmal, nicht wahr? Du bist so hässlich wie ein Affe im Negligé. Ich warte. Ich. Wie ich mir dachte. Du bist ein Amateur am Schwert. Gib mir die Karte. Hier, nehmen Sie sie. Das ist eine Karte? Ihh. Sobald ich mit der Piraterei in diesen Gewässern fertig bin, geht es nach Blood Island. Bis zum nächsten Treffen. Pipu. Ist jetzt nicht wahr, oder? Ich muss diese Karte zurückbekommen, oder wir werden Blood Island niemals finden. Danke, Jungs. Ihr wart mir gerade wirklich eine riesige Hilfe. Aber sowas von. Kapitän? Ja, Mr. McMutton. Wir fragten uns, was für ein Kapitän du bist. Was meinst du, Haggis? Nun, manche Kapitäne sind Männer der Tat. Sie mögen es, völlige Verantwortung und Kontrolle über das Schiff zu haben. Andere Kapitäne bevorzugen es eher, sich auf die geistigen Aspekte des Kapitänseins zu konzentrieren. Der Kapitän, der ein Mann der Tat ist, wird es unzweifelhaft schwerer haben, andere Schurken der See zu schlagen in der schnelllebigen Welt des Schiffskampfes. Dem akademischen Pirat werden Schiffe begegnen, die weniger aggressiv und deshalb einfacher und schneller im Kampf zu schlagen sind. Ich verstehe. Also, Captain Freeport, welcher Typ von Kapitän bist du? Tja, auf die Jungs kann ich nicht verlassen. Ich mag eine Seeschlacht genauso wie jeder andere Kapitän. Anspruchsvoller Schiffskampf, wie gewünscht. Okay. Gut, wir müssen die Karte zurückholen. Das machen wir in der nächsten Folge. Wie weiß ich noch nicht, aber irgendwie kriege ich mal's gewuppt. Ich danke euch für eure Zeit, fürs Zusehen und bis bald. Ciao, ciao.